Ich möchte nun einmal zeigen, wie man Millimeterpapier selber erstellen kann. Ich arbeite dafür auch gerne wieder in diesem Doc-Format, also Word 2003. Ich gehe hier auf Speichern unter. Dann speichere ich das mal unter dem Desktop als Milli und sage das als Doc-Format, also im Word 97 bis 2003 Dokument gespeichert werden soll. Das dauert wieder einen kleinen Moment, irgendwie hakt er da ein bisschen. Gut, jetzt kann ich loslegen. Das Doc-Format ist da ein bisschen besser, weil ich hier wieder viel mit dem Raster arbeite und genau arbeiten will. Und in dem DocX-Format, da gibt es einige Bugs. Ich weiß nicht, ob Word das oder Microsoft das in Zukunft irgendwie mal gefixt kriegt. Auf jeden Fall fange ich an. Ich zeige mir das Gitternetz an. Und dann zeichne ich als erstes ein Quadrat, egal wie groß, das ändere ich jetzt mal auf 10 Zentimeter. Ich zeichne also dieses Millimeter Karo von einem Zentimeter jetzt erstmal im vergrößerten Maßstab. Das kann ich so lassen. Und jetzt zeichne ich einmal hier die ersten beiden Linien, die später hier einen halben Millimeter kennzeichnen. Auch hier ändere ich einmal die Liniendicke, damit die sich alle ein bisschen unterscheiden. Hier will ich 0,5 Punkt. Und dann kann ich auch hier in der Mitte einmal so eine Linie zeichnen und auch hier dann die Dicke ändern auf 0,5. Und jetzt zeichne ich diese kleinen Linien. Davon brauche ich erstmal vier Stück hier. Eins, die kann ich jetzt duplizieren. Zwei, drei, vier. Die sollen alle auch noch dünner sein als die bisherigen. Das heißt, hier gehe ich auf 0,25 runter. Das kann ich schon mal gruppieren. Und dann ziehe ich das erste Viererbündel hier nach oben und das zweite Viererbündel ich dann hier oben noch rein. Gut. Dasselbe mache ich jetzt einmal mit den Linien von oben nach unten. Eins kann ich jetzt schon mal einstellen. 0,25. Und dann wird das hier dupliziert. Auch vier Stück. Und die kann ich jetzt gruppieren. Ziehe sie einmal hier vorne hin. Und das dupliziere ich dann noch einmal hier vorne hin. Und dann bin ich fast fertig. Jetzt kann ich das alles einmal gruppieren und sagen, dass die Farbe. Das mache ich über Rechtsklick, Autoform formatieren. Die Farbe der Linie hier auf dieses Grau gestellt werden soll. Bisschen experimentieren, was der Drucker am besten druckt. Und jetzt ziehe ich das Ganze einmal entsprechend hier hin auf 1 cm mal 1 cm. Wenn ich jetzt ranzoome, dann sehe ich dieses Millimeterpapier, so wie es eigentlich sein soll. Hier der Rand ist ein bisschen dicker, dann hier die 0,5 Markierung, Zentimeter Markierung ist ein bisschen dicker als die kleinen Feinlinien und dann kann ich anfangen hier das zu duplizieren und kann theoretisch dann mir das Ganze, die ganze Seite mit diesen Kästchen bestücken. Ich könnte theoretisch auch kleine Kästchen zeichnen. Allerdings habe ich das einmal gemacht und da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie wird die Dateigröße dann zu groß und der Rechner hat dann Schwierigkeiten, das Ding zu verschieben. Also eher mit Linien arbeiten, da wird dann weniger an Informationen benötigt und die Datei wird dann nicht ganz so groß. Falls du Unterstützung beim Zeichnen in Word brauchst oder einen Vorschlag für ein neues Video hast
oder einfach nur ein paar Dokumente austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei meinem Discord-Channel vorbeischaust. Der Link hierfür befindet sich unten in der Videobeschreibung.